So, Leute. Geht das? Ja, ne? Schönen guten Morgen zum Frühshoppen an alle meine Wains, denn euch interessiert's. Und heute mal ein Thema, was bestimmt kontrovers ist und was viele, viele Leute auch ganz anders sehen als ich. Und zwar Prostitution. Ja. Nein. Ja, halb im Grunde schon. Und zwar verfolge ich einen Kanal von der Hanna Detter, heißt sie, glaube ich. Ist eine Aussteigerin, Veganerin, Lebenskünstlerin, die mit ihrem Sohn ins Ausland gegangen ist, nach Thailand gereist ist und auf Weltreise ohne Wiederkehr ist. Ist eine, die gegen den Strom schwimmt, die kahlrasierten Schädel hat, die ihre Haare wachsen lässt, wo sie wollen, die, ja, die halt einfach anders ist und ja, halt vegan ist und ja, Abenteuerleben quasi macht. Und ich teile wirklich nicht alle ihre Einstellungen, aber ich finde sie super interessant. Ich schaue sie sehr gerne, wie sie ihr Leben managt, was sie für Meinungen hat. Man kann immer wieder auch Anregungen kriegen. Ich werde nie ein Veganer werden, ich werde nie um die Welt reisen. Und viele andere Sachen, die sie gut findet, finde ich fürchterlich. Andere Sachen finde ich super. Aber ich finde einfach ihren Kanal voll interessant. Und sie hat irgendwann letztens ein Video gemacht, dass es gibt wohl, ich verlinke euch das Video mal, es gibt wohl irgendwie eine Seite von ihr, wo man ihr monatlich eine Unterstützung zukommen lassen kann und dafür ja, sexy Bilder von ihr angucken kann, ne? Oder irgendwie so, ne? Und dann hat sie auch in dem Zusammen irgendwie von Prostitution geredet. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, worum es ging. Körper verkaufen, die Vorwürfe, die sie gemacht kriegt, bla bla. Und sie sagte dann so sinngemäß, ja, was ist denn falsch dabei, den Körper zu verkaufen, ne? Und ich habe dann einen Kommi unter ihr Video geschrieben, dass ja eigentlich jeder arbeitende Mensch seinen Körper verkauft. Zum Beispiel auch der Büromensch, der kann ja nicht ohne seinen Körper ins Büro gehen. Der muss seinen Körper dahin schleppen und verkauft gegen sein Monatsentgelt seinen Körper an die Firma, muss man so sehen. Oder vermietet den dann meinetwegen, ne? Denn ich kriege Geld dafür, dass ich da auf meinem Hintern sitze und nicht, dass ich zu Hause bin und geistige Arbeit leiste. Und dann kriegte ich hinterher Kommentare, die mir sagten, was ich denn da für einen Blödsinn reden würde. Man würde seine Geisteskraft verkaufen und das wäre ja wohl totaler Quatsch und so. Und ich bin jetzt nicht jemand, der unter Kommentare dann zurückkommentiert und das eskalieren lässt. Das ist es alles nicht wert. Jeder hat eine andere Meinung. Aber ich habe dann so darüber nachgedacht, ob es wirklich so ist. Und habe im Bett gelegen auch und bin jetzt noch mehr der Überzeugung, dass das wirklich stimmt, was ich sage. Prostitution, klar, man verkauft seinen Körper. Aber der Arbeitnehmer prostituiert sich auf gewisse Weise, kann man so sagen, auch selber, indem er seiner Arbeit nachgeht und seinen Körper zur Verfügung stellt und damit eine Leistung erbringt. Auf den ersten Blick, okay, Büro, könnte man sagen, ja klar, ich gehe da hin, mache Geistesarbeit, kann kalkulieren, kann Forecasts machen, kann Retouren bearbeiten, jetzt merkt man schon ein bisschen, womit ich mich beschäftige, kann Preise bestimmen, wie auch immer, ne? Ist halt geistige Arbeit und ich brauche meine Flossen und Flossen hier nur, um die ganzen Sachen, ich gehe mal was zurück, ist das was? Nee, ne? Um die Sachen einzutippen, ne? Das ist halt das Einzige. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen in einen anderen Bereich. Wie ist es denn zum Beispiel mit einer Masseurin, mit einer Krankengymnastin? Ich gehe dahin als Kunde, in der Prostitutionssprache als Freier, und möchte, dass die mir meinen Rücken massiert, mit ihren Händen, mit ihrem Körper, damit meine Verspannung gelöst wird. Das ist jetzt sehr überspitzt, ne? Ich möchte auch jetzt nicht, dass sich irgendein Masseur mit einer Prostituierten gleichgesetzt fühlt, dem es nicht gefällt. Ich finde jetzt nichts Schlimmes daran. Aber vom reinen Ablauf ist es ja eine ähnliche Sache. Der Masseur, der Krankengymnast,
der manipuliert meinen Körper in gewisser Art und Weise, der massiert mein Bein, der setzt mich richtig auf mein Gerät da, wo ich meine Übungen dran machen muss, der arbeitet mit mir unter Umständen, ne? Ich gebe dem dafür meine 50, 60 € die Stunde. Vielleicht muss ich die selbst bezahlen, wenn die Kasse nicht bezahlt, klar. Und dafür kaufe ich mir seine Hände, die mich massieren zum Beispiel. Ne? Oder wie auch immer, muss man ja auch so sehen. Oder gehen wir noch ein bisschen weiter. Dann kommt ja vielleicht die Argumentation, ja, aber da muss man ja Wissen zu haben, bla bla. Aber als Prostituierte musst du auch Wissen haben, Leute. Also sonst kann der Mann sich ja eine Gummipuppe kaufen, wenn der ne? Irgendwie so eine Tote da im Bett liegen haben will. Ne? Du musst ja auch schon wissen, was du machst. Ne? Ist ja auch nicht einfach unter Umständen. Oh, das kann Auseinandersetzungen geben hier, ne? Wer weiß, ich bin gespannt. Aber wie gesagt, kann ja ruhig diskutiert werden. Wer frech ist, fliegt raus, ne? Der Frechste fliegt. Und ich finde das alles gar nicht schlimm. Ich will halt nur nicht, dass sich die Leute prügeln unter meinem Post nicht und unter anderen Posts auch nicht. Mag ich nicht, will ich nicht. Wer prügelt, fliegt. Vielleicht wird er einmal verwarnt und fliegt dann. Ja, oder gehen wir weiter. Der Paketbote, der mit seinem Körper die Pakete durch die Gegend schleppt, ne? Der Postbote, der verkauft seinen Körper für seine 2000 € die er vielleicht dann am Monatsende, wenn er Pech hat, brutto hat, ne? Wenn er Glück hat, netto. Oder noch mal weiter gedacht. Was ist mit, ich blätter meinen Katalog hier durch, meinen Ulla Popkin-Katalog, meinen Meier-Mode-Katalog, die Models, die da drin stehen. Die verkaufen ihren Körper, aber die sind ja keine Prostituierten. Ne? Das ist halt der Job, den man macht. Den kann man ja nicht geistig vom Bett aus machen. Ich meine, der Einzige, der vielleicht da eine Ausnahme bildet, ist Stephen Hawking. Ne? Kann halt wirklich nur noch geistige Arbeit leisten. Aber wenn er nicht im Rollstuhl sitzen würde, wäre er vielleicht auch ein bisschen unspektakulärer. Also verkauft er auch vielleicht, keine Ahnung, seinen Körper, seinen Zustand ein bisschen mit, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und deshalb finde ich das so ein bisschen hochnäsig zu sagen, wenn jemand sich prostituiert, wenn, ich weiß nicht, ob, oder ja, oder Nacktbilder von sich verkauft oder man wegen einer Webcam oder was macht, ne? Das ist jetzt nicht das Erstrebenswerteste von der Welt und das ist bestimmt auch nicht gut für die Psyche, aber es ist auch nicht ekliger, niedriger, abwertender, als wenn ich ein Klo putzen gehe, zum Beispiel. Und ich bin jetzt da nicht irgendwie hochnäsig, denn ich habe selber jahrelang geputzt. Also ich habe da Ahnung von. Ich habe auch meinen Körper verkauft. Ich habe Wohnungen geputzt. Ich habe Altenheime geputzt. Eins, ne? Ist so, da habe ich meinen Körper, meine Putzkraft verkauft. Und deshalb bin ich nicht besser als irgendjemand, der als Prostituierte, als Nutte, wie auch immer arbeitet, ne? Das ist so meine Meinung dazu. Man darf das nicht so abwerten. Was meine Gedanken dazu sind, ist, ich finde das nicht toll. Ich finde, wenn Leute Prostituierte sind, finde ich nicht toll. Ich finde aber auch nicht toll, wenn Leute Metzger sind oder Soldaten, finde ich auch nicht toll. Aber wenn sie es machen wollen, okay. Und wenn sie vielleicht das Geld brauchen, ja, okay. Ob da die Seele bei Schaden nimmt, beim Nutte sein, beim sich Männern zur Verfügung stellen, meine würde Schaden nehmen, ganz klar. Ich könnte das nicht. Weiß ich nicht. Aber wenn es okay ist, ist es okay. Genauso was ist mit dem, der täglich 50 Schweine schlachtet. Nimmt der auch Schaden? Irgendwie? Ich denke schon. Der verliert ja auch irgendwie sein. Ja, jeder nimmt in irgendeinem Beruf Schaden, klar. Manche mehr, der manche weniger. Also ich finde den Beruf Prostituierte natürlich, was heißt natürlich, finde ich problematisch. Wäre nicht mein Weg, aber ich habe genauso einen Respekt vor den Leuten wie vor der Klofrau, wie vor dem Chirurg, der Krankenschwester, dem Paketboten, wie auch immer. Denn letztlich muss ja jeder gucken, wie er überlebt. Und wenn derjenige halt mit Prostitution überlebt, dann ist das so. Der ist nicht schlechter und verkauft seinen Körper genauso
wie ich, die ich jeden Tag in meine Firma gehe und mich da auf meinen Stuhl setze und von der Firma bezahlt werde. So, und ich hoffe, jetzt reißen sich hier alle zusammen, ne? Unter meinem Video und flippen nicht vollkommen aus. So, ich wünsche, wie spät haben wir? Ist noch früher Vormittag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und ich habe gar nichts getrunken jetzt, oder? Beim Frühshoppen ist ja nicht zu fassen. Ich wünsche euch was. Bis bald. Tschüssi.